Hallo, ich bin's Ruth. Willkommen zurück auf meinem Kanal Zwischen 1000 Zeilen und ich habe heute die Neuzugänge aus dem November für euch. Es sind einige Rezensionsexemplare dabei und ich habe Post von der lieben Kali gekriegt und dann habe ich noch welche gebraucht gekauft und wie immer sind auch Hörbücher und E-Books dabei. Am besten geht's direkt los. Ich fange am besten mit den Rezensionsexemplaren an. Die Rezensionsexemplare habe ich euch auch schon in meinem Video zur Litlove gezeigt, weil ich vor der Litlove einige angefragt hatte von Autorinnen, die dorthin kommen würden. Unter anderem von Catherine Webb, ihre Neuerscheinung, Die Schuld jenes Sommers. Hier geht es um Frances, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in England lebt und eigentlich auf einen kleinen Jungen namens Davy aufpassen soll. Es kommt dann allerdings zu einem Bombenangriff, bei dem natürlich alles drunter und drüber geht. Und im Anschluss ist Davy verschwunden. Keiner weiß, wo der ist. Er wird irgendwann für tot geglaubt, tot erklärt. Aber Frances kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Sie hat große, große Schuldgefühle und die Gefühle werden natürlich noch größer, als dann ein Körper gefunden wird. Allerdings handelt es sich nicht dabei um die Leiche von Davy, sondern von Wynne. Das ist Frances beste Freundin aus Kindertagen, die vor 20 Jahren verschwunden ist. Ich finde, es hat so ein bisschen was von Kriminalroman mit historischem Setting. Ich bin sehr gespannt. Das wäre dann das erste Buch, was ich von Catherine Webb lesen werde. Das hier werde ich im Januar wahrscheinlich als Buddy Read lesen. Vielleicht schaffe ich im Dezember noch ein anderes von ihr. Das nächste Rezensionsexemplar ist Für immer die Deine von Jana Fosen. Auch hier handelt es sich um einen historischen Roman. Allerdings hat der hier zwei Zeitebenen. Und zwar treffen wir auf die Journalistin Marie, die in unserer heutigen Zeit von dem Ehepaar Clara und Fritz erfährt, die sich vor dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt haben und sie möchte deren Lebensgeschichte erfahren. Und Jana hat auf der Litlove aus diesem Buch gelesen und hat das derart wunderbar gemacht, dass ich noch viel mehr Lust auf dieses Buch hatte. Ich hatte das als Rezensionsexemplar schon vor der Litlove angefragt, hatte es aber noch nicht gelesen. Und dann war die Lesung der Autorin wirklich sehr anregend und das wird definitiv im Dezember von mir gelesen. Okay, und das dritte Rezensionsexemplar ist Wintervanille von Manuela Inusa. Das ist der Auftakt ihrer neuen Reihe Kalifornische Träume. Und ich hatte total Lust auf was Winterliches, Weihnachtliches, was das Cover versprochen hat, was der Klappentext versprochen hat. Es geht hier nämlich um Cici, die in Kalifornien die Vanilleplantage ihrer Familie weiterführt und darin wirklich sehr aufgeht. Also das ist ihre große Leidenschaft und natürlich hat das auch mit Erbe und Verantwortung zu tun, dass sie das so im Namen ihrer Familie weiterführen will. Sie hat eine beste Freundin namens Julia und es geht eben auch viel um Freundschaft und es gibt einen Geschäftsmann, der von dieser Plantage erfährt und die Cici sehr interessant findet und sich der nähern will. Dafür veranstaltet er sogar ein Seminar, ein Wochenseminar, in seinem Resort am Lake Tahoe und das ist ja so super verschneit in den Bergen. Genau, das ist so der Ausgangspunkt. Es hat mir nicht wirklich gefallen. Ich werde dazu natürlich im Lesemonat noch mehr erzählen. Winterlich war hier nicht wirklich was dran. Dann habe ich ja gesagt, ich habe Post von Kali bekommen und die hat mir dieses Buch hier geschenkt, Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Und das ist ein klassischer Wunschlisten-Wackelkandidat für mich. Ich habe im Grunde großes Interesse an dieser Reihe und hatte dann aber immer an anderen vergleichbaren Reihen mehr Interesse und dann war das wieder runtergerutscht auf der Wunschliste und so weiter. Jetzt ist mir die Entscheidung abgenommen worden und das finde ich total gut, weil ich es jetzt nämlich definitiv lesen werde. Das ist, ich glaube, mittlerweile sind schon 4 Bücher in dieser Reihe erschienen und es geht um Jacob, der mittlerweile Teenager ist, sich aber noch sehr gut an die teilweise gruseligen Märchengeschichten seines Großvaters erinnern kann, der ihm diese Geschichten eben erzählt hat, unter anderem von einer Insel, wo es besondere Kinder gibt,
wie der Titel sagt. Und von dieser sagenumwobenen Insel hat Jacob noch gute Erinnerungen. Sein Großvater verstirbt dann sehr plötzlich und Jacob kommt dann auf Umwegen zu dieser Insel. Ich bin total gespannt. Es geht wahrscheinlich im größten Teil um Freundschaft und Selbstakzeptanz, denn die Kinder, die er dort auf der Insel trifft, sind alle nicht normal, in Anführungszeichen. Und ich freue mich total darüber zu lesen, also eine Jugendgeschichte, wo es darum geht, dass man auch akzeptiert, dass man nicht, in Anführungszeichen, normal ist und so weiter. Sehr gespannt und freue mich, dass ich dieses Buch geschenkt bekommen habe. Danke, Carly. Dann habe ich 2 Bücher gebraucht gekauft, und zwar als erstes von Anne Freitag Mein bester letzter Sommer. Das wäre das erste Buch, was ich von der Autorin lese. Ich habe sie dann ja auf der Litlove kennenlernen dürfen und finde sie extrem charismatisch. Und Claudia vom Kanal Beauty Butterflies schwärmt ja extrem über ihre Bücher und ihre Sprache und ihre Art, Geschichten zu erzählen. Also ich freue mich sehr darauf. Ich habe gehört, dass dieses hier sehr emotional sein soll. Es geht um Tessa, die immer so ein bisschen ihr Leben vor sich hergeschoben hat und immer auf den perfekten Zeitpunkt gewartet hat und so weiter. Sie bekommt dann allerdings eine tödliche Diagnose und trifft Oscar, der ihr sozusagen den perfektesten Sommer liefert. Es hört sich ein bisschen an wie Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Da habe ich ja auch Sturzbäche geheult. Ich freue mich sehr darauf, von Anne Freitag was zu lesen und bin mir sicher, dass das hier auch nicht das Einzige sein wird. Und ebenfalls gebraucht gekauft habe ich Sterne sieht man nur im Dunkeln von Maike Werkmeister. Das war ein Buch, was ich auch vor der Litlove mir zugelegt hatte, so wie Mein bester letzter Sommer auch. Und dieses hier hatte ich sogar geschafft zu lesen, bevor dann die Litlove war. Und mich hat das ehrlich gesagt ziemlich kalt erwischt. Und ich habe das Gefühl, man kann das gar nicht anders beschreiben als mit so einer Faust vorm Herz, weil das irgendwie einfach sehr emotional war und das hatte ich gar nicht erwartet. In Sterne sieht man nur im Dunkeln geht es um Annie, die Anfang 30 ist und das Gefühl hat, sie hat so ein bisschen ihren Weg verloren, sowohl beruflich als auch in ihrer Partnerschaft. Sie ist mit ihrem Freund Thies schon unglaublich lange zusammen und liebt den auch. Aber es gibt natürlich von außen sehr viel Druck, endlich zu heiraten und so weiter. Und in dieser Situation, wo sie ein bisschen orientierungslos ist, kriegt sie eine Postkarte von ihrer ehemals besten Freundin Maria, die auf Norderney ein Café eröffnet hat. Und mit Maria hat Annie seit 10 Jahren nicht mehr gesprochen. Und ich würde sagen, es ist eigentlich im weitesten Sinne ein Frauenroman. Liebe ist jetzt gar nicht so groß im Vordergrund, deswegen würde ich das nicht als Liebesroman bezeichnen. Es geht viel um zerrüttete Freundschaft und ob man an die wieder anknüpfen kann. Und ich werde euch mehr im Lesemonat erzählen. Das hier war jedenfalls deutlich emotionaler, als ich das erwartet hatte. Und ich kann es sehr gut schon mal empfehlen. So, und jetzt kommen noch die E-Books und Hörbücher. Vielleicht als erstes die Hörbücher. Ich habe Liebeskind von Romy Hausmann als Hörbuch gekauft und auch schon gehört. Und das war mein Hörgenuss des Monats. Ich habe schon mehrfach erzählt, dass ich an diesem Buch von Anfang an Interesse hatte, auch als dann der Hype kam. Und irgendwie ist mein Interesse dann geschwunden, nicht aktiv, sondern einfach so, ja, irgendwann lese ich das schon. Und jetzt habe ich es im Urlaub als Hörbuch gehört und kann euch gerne meinen Hörgenuss des Monats ans Herz legen. Da erzähle ich ein bisschen ausführlicher davon. Im Grunde ist das ja so eine Entführungsgeschichte und was passiert, wenn man lange in Gefangenschaft lebt und was passiert, wenn man dann eine Flucht plant und auch erfolgreich durchzieht und was passiert, wenn danach aber dann doch die Angst noch nicht vorbei ist. Und mich hat das Buch sehr berührt und auch sehr gefesselt und wie gesagt im Hörgenuss mehr, aber auch im Lesemonat werde ich bestimmt noch mal ein paar Takte dazu sagen. Und das zweite Hörbuch, was ich im November gekauft habe, war Liebe und Verderben von Kristin Hanna. Das habe ich ja in einer Leserunde gelesen und ich hatte mir das Hardcover gebraucht zugelegt, schon vor einer ganzen Weile.
Und ich wollte das dann aber nicht mit in den Urlaub nehmen. Und habe mir dann gedacht, das ist doch irgendwie ganz nett, so ein Hörbuch für die Leserunde am Pool hören zu können. Und habe mir deswegen das Hörbuch gekauft. Ich bin noch nicht ganz durch, also werde ich euch erst im Lesemonat Dezember davon erzählen können. Allerdings kann ich euch natürlich trotzdem schon mal sagen, dass es mir sehr gut gefällt und dass es einfach wieder was ganz anderes ist. Also ich habe bisher noch nicht ein Buch von Kristin Hannah gelesen, was sich irgendwie geähnelt hat. Es geht um das junge Mädchen Leni. Die ist ungefähr 14, als wir sie am Anfang des Buchs kennenlernen und die zieht mit ihren Eltern nach Alaska, wo wirklich außer so ein paar Leute und ein paar Hütten nichts ist. Es spielt nämlich in den 70ern, wo Alaska ja immer noch dünner besiedelt war, als es heute der Fall ist, auch wenn da heute immer noch nicht viele Menschen wohnen. Und sie zieht dort mit ihren Eltern hin, weil ihr Vater sich erhofft, dass es ihm dort besser geht. Er kommt nämlich aus dem Vietnamkrieg und hat dort auch Kriegsgefangenschaft erlitten. Und das hat Spuren hinterlassen. Und er erhofft sich eben, dass das in Alaska besser wird, wie er damit umgehen kann. Im Grunde geht es in dem Buch um Gewaltspiralen. Und es ist sehr bedrückend, es ist gleichzeitig sehr atmosphärisch. Ich werde euch dazu dann mehr erzählen, wenn ich fertig gehört. Beziehungsweise, ja doch, also mittlerweile bin ich ja aus dem Urlaub wieder zurück und ich bin dann auch bei dem Hörbuch geblieben. Ja, aber dann mehr, wenn ich fertig bin. Und dann habe ich noch 5 E-Books für euch. Das erste war Sinking Ships von Tammy Fischer. Ich hatte ja Burning Bridges als Hörbuch auf Skript angefangen im Oktober, als es rauskam. Und ich war bis ungefähr zur Hälfte gekommen, weil es mir bis dahin ganz gut gefallen hatte. Und dann habe ich abgebrochen, weil mir ein großer Makel bewusst geworden war. Ich habe dazu im Lesemonat ein bisschen mehr erzählt, obwohl ich es abgebrochen hatte und es natürlich eigentlich nicht in meinen Lesemonat gehört. Ich hatte dann allerdings sehr viel Lust auf den zweiten Band, weil Carla und Mitchell, die beiden Hauptfiguren von Sinking Ships, in Burning Bridges eben schon angedeutet waren. Und auf beide hatte ich sehr viel Lust. Ich habe dann erst, weil ich ein bisschen skeptisch war, die kostenlose Leseprobe über Amazon mir auf meinen Kindle geladen und gelesen. Das waren vielleicht so 10% des Buchs. Bisschen weniger, vielleicht 8%. Und das hatte mir gut gefallen. Es geht nämlich jetzt um Carla, die ihre Eltern verloren hat und sich jetzt um ihre Geschwister kümmern muss und nicht will, dass der Staat darauf aufmerksam wird, also zum Beispiel das Jugendamt. Und dieses Vertuschen und Kümmern und sich die ganze Zeit Gedanken machen, macht sehr viel Druck für Carla aus. Und deswegen hat sie gar keinen Kopf für irgendwas anderes. Es gibt dann allerdings Mitchell, den wir auch schon in Burning Bridges kennenlernen. Das ist der Bruder von einer Freundin von Carla. Und der hat schon seit ganz, ganz langem ein Auge auf Carla geworfen und will sich jetzt auch nicht mehr so richtig abschütteln lassen. Die Leseprobe hatte mir gut gefallen und dann habe ich das E-Book gekauft. Und ungefähr 5% nach dem E-Book, also nach der Leseprobe ins E-Book rein, fing es an, dass ich die Augen verdreht habe. Und zwar heftigst. Und ich habe Sinking Ships dann auch abgebrochen und werde auch dazu im Lesemonat dann mehr erzählen. Es hat mir leider irgendwie nicht so richtig gefallen. Dann habe ich als E-Book Happy End für 2 von Rachel Winters gekauft. Das ist eine Neuerscheinung und auch ein Debütroman von dieser Autorin. Und es geht um Evie, die in einer Agentur für Autoren arbeitet. Und diese Agentur hat das Schnäppchen gemacht, sich einen ultra gehypten Drehbuchautoren an Land zu ziehen. Und sein erstes Drehbuch war sehr erfolgreich und seitdem scheint er eine Schreibblockade zu haben. Ezra heißt er. Und der ist auch ziemlich fies und arrogant und Evie muss irgendwie so navigieren, dass der nun endlich sein versprochenes Drehbuch abgibt. Er soll nämlich eine Romantic Comedy schreiben. Und er glaubt sowieso nicht an Liebe und hat noch dazu sowieso eine Schreibblockade. Und Evie überlegt sich dann, dass sie ihm beweisen will, dass es Romantik gibt und dass die Filmromantik auch im echten Leben funktioniert. Und sie stellt dann so magische Momente aus Filmen dar.
nach. Also zum Beispiel, keine Ahnung, was passiert, wenn man aus Versehen jemanden einen Kaffee übergießt und der sich dann aber als süß herausstellt? Oder was passiert, wenn man mit einem Fremden einen Roadtrip macht? Kann da sowas wie Magie entstehen? Das ist ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut hatte, eine Neuerscheinung. Und das habe ich auch schon gelesen und erzähle euch dazu mehr im Lesemonat. Dann habe ich als E-Book The Bromance Book Club von Lissa K. Adams gekauft und auch schon gelesen und für sehr gut befunden. Und total witzig ist, dass die deutsche Übersetzung, während ich das Buch auf Englisch gelesen habe, schon angekündigt wurde. Das Buch erscheint nämlich im April des kommenden Jahres im KISS Verlag, dann als The Secret Book Club, ein fast perfekter Liebesroman. Und die Idee von dieser Reihe, also es wird mindestens zwei Bücher geben und beide sind auch schon als deutsche Übersetzung angekündigt worden. Die Idee ist total witzig und hat dann auch tatsächlich funktioniert, nicht einfach nur als Idee, sondern auch in der Ausführung. Es geht um einen geheimen Book Club in Nashville, an dem hochkarätige Männer teilnehmen, also Männer in Führungspositionen, Männer im Sport, Männer in der Politik und so weiter. Und die lesen in ihrem Bookclub Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Und im ersten Buch steht der Baseballspieler Gavin im Vordergrund, der ziemlich überrumpelt davon ist, dass seine Frau Thea sich scheiden lassen will. Die beiden haben zwei kleine Kinder und Thea ist an den Punkt gekommen, wo sie so unglücklich ist, dass sie es nicht mehr aushalten kann und eben sich scheiden lassen will. Und Gavin ist teilweise überrascht davon, aber teilweise auch nicht. Und einer seiner Freunde bringt ihn dann mit in diesen Book Club, wo es darum geht, die Frauen besser zu verstehen. Und dafür lesen sie eben Liebesromane. Und das war teilweise sehr witzig. Die Männer waren alle irgendwie interessante Figuren, unter anderem auch der, der dann in Band 2 die Hauptrolle spielen wird. Aber es hatte natürlich auch Tiefgang, weil diese Geschichte von zwei Eheleuten, die an den Punkt kommen, entweder wir kämpfen jetzt oder es zerbricht. Das war irgendwie doch dann sehr emotional, also nicht nur kicherig und ich werde natürlich im Lesemonat mehr davon erzählen. Dann habe ich A Negotiated Marriage von Noel Adams gekauft und gelesen. Da geht es um Molly und Luke, die wir kennenlernen, als sie schon 3 Jahre miteinander verheiratet sind. Allerdings war das von Anfang an eine arrangierte Fake-Beziehung. Also die haben sich zusammengetan, weil sie gemerkt haben, wir haben beide was davon, wenn wir verheiratet sind und auch nach außen so tun, als seien wir verheiratet. Und es gab ganz viele Regeln, was das beinhaltet. Es war wirklich eher wie so ein Geschäftsabschluss, dass Molly und Luke geheiratet haben. Und nach den 3 Jahren kommt Luke dann an und sagt, er will gerne eine weitere Klausel in ihren Vertrag einbauen. Er will nämlich jetzt auch körperliche Nähe zu seiner Frau. Und was das als Startschuss für weitere Entwicklungen ist, ist dann das Buch und es hat mir gut gefallen. Mehr dazu im Lesemonat, wie immer eigentlich. Und zum Schluss First Comes Love von Lydia Michaels, gekauft und gelesen. Und da geht es um Kat, eine sehr junge, alleinerziehende Mutter, die nicht nur alleinerziehend ist, sondern sich auch auf ihre Familie nicht verlassen kann. Ihre Eltern waren ziemlich schockiert davon, dass sie so früh schwanger geworden ist und wollten dann nicht wirklich mehr was mit ihr zusammen zu tun haben und üben auch, obwohl sie sich eigentlich zurückgezogen haben und gesagt haben, du musst das alles alleine machen, üben die immer noch ziemlich emotionalen Druck auf ihre Tochter aus und entsprechend auch auf ihre Enkelin. Und Kat versucht halt so ihr Leben zu navigieren und im Nachbarhaus zieht dann Tyson ein, der das Nachbarhaus renoviert und der auch deutlich älter ist als Kat und zwischen denen entsteht dann Anziehung und Kat hat eigentlich aber genug um die Ohren, als sich jetzt auf Liebe einzulassen. Gelesen, für solide befunden und mehr dazu dann im Lesemonat. So, das war's jetzt auch schon mit den Neuzugängen. Ich freue mich wahnsinnig auf den Dezember. Nicht nur, weil noch einige gekaufte Bücher jetzt in meinem Regal stehen, auf die ich mich sehr freue, die jetzt bei den Neuzugängen dabei waren, sondern einfach auch, weil
das so eine schöne Zeit im Jahr ist, wenn es so schöne Lichter gibt und wenn es irgendwie um Besinnlichkeit geht, auch, ja, wenn vor Weihnachten immer der Stresspegel eigentlich ansteigt. Ich versuche mir das aber irgendwie so einzurichten, dass ich mich nicht zu gestresst fühle in der Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.